Hallo liebe Menschen, haben wir eine gerechte Welt? Wenn man dann sagt, doch nicht. Wir leben in einer reichen Welt, vor allem in unserem Land, und jeder hat für sich eine Kontonummer und in dem Konto viel Geld oder wenig Geld. Keiner will wissen. Und vor allem, man darf nicht fragen, was man verdient. Am 5. Mai in diesem Jahr wäre Karl Marx 200 Jahre Geburtstag. Er hat eine große Revolution gebracht. Alle Menschen sollen alles haben. Auch die sozialistischen oder von sozialistisch-leninistisch geprägte Länder, wie auch kapitalistischen oder christlichen Länder, haben das nicht geschafft. Ursprünglich kommt diese Idee von der Apostelgeschichte, die wir an diesem Wochenende in allen katholischen Gottesdiensten in der ganzen Welt hören werden. Ich lese es für Sie vor. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Eine Gesellschaft, die nichts hat und alles hat. Eine Gesellschaft, die wirklich eine andere Orientierung im Leben hat. Nicht alles besitzen, alles dann sammeln und da sind die Reichen irgendwo und die Armen irgendwo, dass die Schere zwischen den Armen und Reichen einfach auseinandergeht. Gegen diese Strömung gab es die erste Botschaft von der Urkirche, von den ersten Christen. Bis heute hat auch die Kirche nicht geschafft, ob das katholisch oder evangelisch oder orthodox. Es gibt immer noch Arme und Reiche, selbst in den christlichen Kirchen. Ist es eine Schande? Hatte die Menschheit oder die Christenheit nicht geschafft, eine egalitäre und gerechte Gesellschaft zu gründen? Und wie konnten die ersten Christen das schaffen, dass sie alles hergegeben haben, dass alle Menschen alles haben konnten? Karl Marx würde sich sehr freuen. Die Christen von damals hatten eine andere Orientierung, nämlich nach dem Osterfest konnten sie nicht einfach alles besitzen. Sie haben eben etwas Wichtigeres, nämlich Jesus zu begegnen. Das heißt, das Osterfest verwandelte die Menschen. Dieses Fest lässt einfach Menschen nicht einfach so weitergehen wie bis jetzt. Wenn du für Jesus da bist, für Gott da bist, dann hast du keine andere Chance, als irgendwie alles herzugeben, um Gott das Beste, den größten Schatz der Welt und des Lebens zu bekommen. Das Osterfest soll und muss auch unsere Gesellschaft ändern. Dass auch unsere Gemeinden doch nicht in den vergänglichen Gütern verankert bleiben, sondern dass sie wirklich hergeben, damit das Osterfest wirklich auch in unserem persönlichen Leben, in unserer Gesellschaft wahrnehmbar ist. Einen schönen Sonntag und gute Woche.